Nach diesem arbeitsreichen Einstieg in die zweite Hälfte des Vormittags gibt es jetzt noch einen sehr spannenden Input. Und zwar freue ich mich, Roswitha Reisinger bei uns begrüßen zu dürfen. Kommen Sie bitte mal zu mir auf die Bühne. Sie sind Geschäftsführende Gesellschafterin des Lebensart Verlags und Herausgeberin und Chefredakteurin des Business Art Magazins. Ich habe mir Ihren Lebenslauf angeschaut und der zeigt sehr deutlich, dass Sie eine Pionierin und innovative Kraft in der Umweltbewegung sind. Ich habe da gelesen, dass Sie die Umweltberatung mit aufgebaut haben, dass Sie in der Personalentwicklung gearbeitet haben. Sie waren Geschäftsführerin von Bio Austria und haben dann 2005 gemeinsam mit Christian Brandstätter das Magazin Lebensart aus der Taufe gehoben. 2012 ist dann ein weiteres Magazin, nämlich Business Art, dazugekommen. Wie ich mir das so angeschaut habe, habe ich mir gedacht, wow, nicht schlecht. In einer Zeit, in der alle Printmedien stöhnen und sagen, das ist immer schwieriger, Printmedien herauszugeben und das auch zu finanzieren, habe ich mir gedacht, das ist irgendwie was Besonderes und würde Sie deswegen gerne noch als Einstieg persönlich fragen, woher nehmen Sie den Mut und die Zuversicht für diese Arbeit? Ja, schönen Vormittag, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ja, den Mut, das ist eine gute Frage, weil gerade bei der Business Art haben wir natürlich auch mit vielen Partnern und Partnerinnen gesprochen, unter anderem auch mit Marktforschung natürlich, und die haben gesagt, sie wissen eh, was sie da tun, das ist völlig unmöglich. Ja. Dasselbe haben wir auch gehört bei der Gründung der Lebensart, also das ist etwas, was nicht funktionieren kann. Woher nehme ich den Mut oder nehmen wir den Mut, eigentlich ist es ja ein Team. Es hängt mit meiner Sturheit zusammen, glaube ich, mit der persönlichen Eigenschaft, dass ich einfach, wenn ich etwas erkenne, dann auch etwas tun will. Und ich habe in meinem Leben auch zwei Schlüsselerlebnisse gehabt, die mich dazu ermuntert haben. Eins war damals, ist für die Jungen von euch nicht mehr in Erinnerung, nur die Älteren, die Abstimmung damals über Zwentendorf. Ich war damals eine Jugendliche und konnte noch nicht wählen, also hatte noch nicht das Wahlalter erreicht. Und trotzdem habe ich gewusst, da muss ich jetzt etwas tun. Und wir haben dann eine Menge Veranstaltungen organisiert und einfach versucht, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und das war es war von Erfolg gekrönt, aus unterschiedlichen Gründen, nicht nur, weil wir uns engagiert haben. Aber das war so ein Punkt, wo ich mal gesagt habe, auch wenn ich sozusagen eigentlich scheinbar nichts tun kann, es geht immer was. Und man braucht eine gewisse Kreativität und natürlich einen gewissen Mut auch. Und ich sage immer, der Grat zwischen Mut und Dummheit ist ziemlich schmal. Das passiert mir auch, also ich bin manchmal auch übermütig, dann fällt man auf die Nase und dann muss man halt wieder aufstehen. Ja, ja, also so persönliche Erlebnisse, die einfach zeigen, dass man was tun kann. In Ihrem Input werden Sie uns ein bisschen was darüber berichten, was man tun kann in Bezug darauf, wie Bildung und Wirtschaft zusammenkommen. Es trägt den Titel Gemeinsam Zukunft erfinden. Viel Vergnügen. Danke. Ja, das war ein toller Vortrag sozusagen oder eine tolle Einmoderation für diesen Bereich jetzt, den wir jetzt angehen. Vielleicht hätte er danach noch ein bisschen besser gepasst, weil als mich die Margit eingeladen hat, das Thema Wirtschaft anzuschauen oder so ein bisschen die Frage, sie hat mir die Frage gestellt, wie tickt denn die Wirtschaft? Ja? Schaut sie wirklich nur auf den Profit? Und was bedeutet denn das für uns als Netzwerk hier? Was können wir damit tun? Ich bin jetzt erst einmal da gestanden und mir gedacht, ja, okay. Aber ich schaue mir das Thema an und es war eine tolle Herausforderung, das tun zu können und bin sehr dankbar für diese Möglichkeit. Der Vortrag teilt sich in drei Teile. Zuerst mache ich einen kurzen Rückblick auf die Herausforderungen und welche Lösungsansätze haben wir damals gefunden. Das ist ähnlich, wie die Frau Schwarz, die Frau Landesrätin schon gesagt hat, ein ganz kurzer Rückblick auf die 70er, 80er Jahre, welche Themen waren damals relevant, welche Lösungsansätze wurden gewählt. Und dann schauen wir die aktuellen Herausforderungen an und welche Auswirkungen hat das auf das Thema Unternehmen und Bildung. Ja, was war
1970 bis 2000 war das bestimmende Thema in Österreich das Thema Umwelt. Sie erinnern sich, ihr erinnert euch sicher, Flüsse und Seen waren überdüngt, Waldsterben war Thema, die überquellenden Mülldeponien waren Thema, Tschernobyl war ein Thema und viele haben das persönlich auch erlebt und gespürt. Und was hat das bewirkt? Bewirkt hat das, dass sich damals Umweltorganisationen aufgrund des Drucks in der Bevölkerung entwickelt haben. Also es wurde global 2000, 1982 gegründet, Greenpeace, Österreich 1983. Auch die Politik hat diesen Druck gespürt und hat auf diesen Druck reagiert. Sprich, es wurden Gesetze erlassen, also zum Beispiel zum Thema Luftreinhaltung, Abwasserreinigung. Es wurden Organisationen gegründet wie die Umweltberatung 1986, um die Bevölkerung zu informieren, um etwas zu tun. Und es wurden die ersten Gütesiegel auf den Markt gebracht, also das Umweltzeichen zum Beispiel 1990. Auch die Idee der ökosozialen Marktwirtschaft ist 1989 geboren worden. Was hat sich in der Wirtschaft getan? Am Anfang gab es das große Jammern. Also diese ganzen Gesetze werden unsere Wirtschaft umbringen, sie wird nicht überleben in Österreich. Ergebnis war eine blühende Umwelttechnologie, die weltweit exportiert hat und noch immer tut und wo wir auch eine Vorreiterrolle eingenommen haben, die in den letzten Jahren eigentlich wieder abgebröckelt ist, weil wir nicht drauf geblieben sind. Also auch Umwelttechnologie war ein großes Thema, Lebensmittel, ganze Bio-Bewegung ist entstanden, Sonnentor ist einer der prominentesten Vertreter, dass die Wirtschaft hier auch tolle Angebote machen kann. Lebensart ist 2005, also ein bisschen nach dieser Zeit entstanden, die Lebensart ist ja aus dem Umweltmagazin der Umweltberatung entstanden ursprünglich und hat dann 2005 mit der Gründung, also jetzt vor genau 10 Jahren haben wir das gegründet, haben wir uns aber schon auf das Thema Nachhaltigkeit bezogen. Also wir haben gesagt, wir können das Thema nicht mehr aus der Umweltperspektive allein ansehen, sondern es geht immer um die soziale und um die wirtschaftliche Komponente auch dazu. Also wenn ich jetzt eine Bio-Baumwolle mir kaufe, ein Kleidungsstück aus Bio-Baumwolle, ist das schön, wenn das aus Bio-Baumwolle ist, aber es sollte auch nicht durch Kinderarbeit erzeugt werden beispielsweise. Also wir haben dann gemerkt, also es geht nicht mehr ein Thema ohne das andere. International muss man sagen, war ja das Thema Nachhaltigkeit schon viel früher, nämlich mit der Brundtland-Definition 1987 bereits am Thema. Ja, 2000 bis 2008 haben wir so in Österreich das Gefühl gehabt, wir sind eigentlich am richtigen Weg. Super, also die Umweltprobleme, die Flüsse, man konnte wieder drin baden, die Seen auch. Also eigentlich sind wir ganz gut unterwegs, aber es ist dann so ein bisschen bewusst geworden, wir brauchen noch immer viel zu viele Ressourcen in Österreich. Der Klimawandel ist ein Thema geworden, aber er war nicht mehr spürbar. So wie die Umweltverschmutzung ist der Klimawandel nicht so einfach spürbar. Und ein Thema, das auch sehr schleichend hereingekommen ist, ist das Thema, dass Vermeidung von Ressourcenverbrauch, also wenn ich nicht so viel kaufe, nicht jedes Jahr ein neues Handy, dass das nicht mit unserem wachstumsorientierten Wirtschaftssystem zusammenpasst. Und das war so ein langsamer, schleichender Prozess, der, glaube ich, sehr lange nicht bewusst war. Aber dann 2008 sehr, sehr spürbar plötzlich durch die Wirtschaftskrise sichtbar wurde. Also das Finanzwesen ist ja aus den Fugen geraten durch undurchschaubare Produkte und hat dann die normale Wirtschaft mitgerissen. Was ist passiert? Die Regierung musste Banken retten, sie haben sich verschuldet. Regierungen haben heute kaum mehr Spielraum zu investieren. Dazu kommt, dass es kaum mehr Wachstum gibt in Europa, also es ist ja kaum ein Bevölkerungswachstum da, aber auch die Märkte sind gesättigt. Also man braucht nicht mehr als ein Auto oder zwei oder, weiß ich nicht, das 425. Handy. Gleichzeitig hat die Globalisierung dazu geführt, dass ein internationaler Wettbewerb da ist um Produkte und um Herstellung. Das heißt, es kam zu einem gleichbleibenden Lohn in den letzten 10 Jahren bei steigenden Lebenserhaltungskosten. Das führt natürlich zu sinkender Kaufkraft und zu Armut. Die gesellschaftliche Schere geht auf in Österreich.
Wir haben mittlerweile 1,5 Millionen Menschen an der Armutsgrenze. Das sind 18,5% und das ist eine Menge. Das bringt natürlich sozialen Sprengstoff mit sich, aber wirkt auch auf die Wirtschaft oder wirkt auch auf uns alle als Netzwerk, weil natürlich Leute diese Produkte, die wir anbieten oder Dienstleistungen, dann nicht mehr in Anspruch nehmen. Das alles gefährdet unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt und wir stehen an einem Wendepunkt. Also die Herausforderungen dieses Mal sind viel komplexer. Sie sind nicht so leicht zu durchschauen. Wir können auch nicht mehr in Österreich einfach eine Kläranlagenverordnung erlassen, sondern wir müssen das EU-weit oder weltweit tun. Eine Finanztransaktionssteuer wäre sinnvoll, aber natürlich ist das viel, viel schwieriger umzusetzen. Und es ist auch viel komplexer, Klimawandel. Ja. Wer kann da was tun? Das erleben wir täglich. Was tun da? Ich habe mir jetzt wieder die drei Bereiche angesehen. Was tun die Menschen und die Zivilgesellschaft? Was sind die Antworten der Politik und was sind die Antworten der Wirtschaft? Wie reagieren die Menschen? Sie haben Angst. Ich habe hier als Symbol die Maslow'sche Bedürfnispyramide hergenommen. Es geht zuerst einmal darum, in Zukunft auch die physiologischen Bedürfnisse zu befriedigen. Die Menschen wollen ihr Überleben, ihren Wohlstand sichern. Man sieht das auch an den Dingen, die passieren. Also wenn man sich das Essen anschaut, es geht viel mehr in Richtung regionale Produkte, es geht viel mehr auch so eigenen Gemüsegarten anbauen, es geht in Richtung Urban Gardening, also alles, was regional ich auch tun kann. Thema Wohnen. Der Wohnraum ist ja immer teurer geworden. Die Auswirkungen sind schon sichtbar, zum Teil auch schön, weil die Menschen jetzt auf kleinere Wohnräume zurückgreifen, was von der Ressourceneffizienz natürlich sehr sinnvoll ist. Es gibt auch Lösungen, wo dann schon mehr Gemeinschaftsflächen angeboten werden. Also das heißt, ich habe eine kleinere Wohnung, aber ich habe so wie früher wieder eine Waschküche dabei oder einen Gemeinschaftsraum, wo man sich treffen kann. Also da gibt es sehr, sehr gute, tolle Lösungen, die die Wirtschaft auch anbietet. Oder die Menschen setzen auf Solarenergie, wenn sie ein eigenes Haus haben. Also ein Thema ist auch, autark zu werden, sich möglichst unabhängig zu machen. Merken wir immer bei unseren Leserinnen und Lesern, ich will schauen, dass meine Fixkosten möglichst niedrig sind, damit ich meine Spielräume habe. Vor allem, und das ist die größte Sorge, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere. Denn dann beginnt eine schwierige Spirale. Dass die Menschen reagieren auch hier darauf. Sie versuchen, ihre Fähigkeiten auszubauen. Sie versuchen, körperlich und geistig fit zu bleiben. Man sieht es an den Krankenständen, die Leute gehen auch arbeiten, wenn sie krank sind. Oder sie gehen in den Gesundheitsbereich. Also sie schauen einfach, wenn sie wahrgenommen haben, es gibt diese Arm-Tracking-Bänder, das ist schon da, wo man messen kann, seinen Herzschlag und ich weiß nicht, was alles. Also so zu schauen, dass ich fit bleibe, damit ich die Herausforderungen bewältigen kann. Wir haben gerade eine Leserinnenbefragung gemacht unter unseren Leserinnen und Lesern. Und da waren die Hauptthemen Gesundheit, Ernährung ganz vorne, nach wie vor. Natur und Umwelt auch, also das waren die drei Top-Themen, schöne Natur. Interessante Aufsteiger und sehr ungewöhnlich aus unserer Sicht oder sehr neu. Das Thema Ressourcenschonung war top und auch das Thema faire Wirtschaft. Das war vor 3 Jahren bei unserer letzten Befragung noch unter 30% und das ist jetzt auf über 50%. Also es geht den Menschen darum auch, sie wollen die großen Zusammenhänge erkennen, sie wollen verstehen, was vor sich geht und sie wollen dann Handlungsmöglichkeiten haben, wie kann ich mein Leben sichern. Es haben sich neue NGOs gebildet, also zuerst haben wir gesehen Global 2000 und Greenpeace, jetzt ist es ATTAC natürlich, eine wirtschaftspolitische Organisation, die sich für eine Veränderung des Wirtschaftssystems einsetzt. Was tut die Politik? Da tut sich jetzt im letzten Jahr hat sich etwas getan, das ist sehr erfreulich auf der EU-Ebene. Es gibt ein Energieeffizienzgesetz, das tatsächlich etwas in Bewegung bringen wird. Es gibt eine Gebäuderichtlinie zum Beispiel, die sagt, dass 2020 alle Häuser mit Niedrig- und Passivenergiehausstandard haben. Es gibt eine Richtlinie zur verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und das ist besonders interessant, das gilt für die ganzen großen Unternehmen. Das heißt, sie müssen auch Rechenschaft ablegen, welche nicht finanziellen Wirkungen sie haben. Ja? Also das ist eine Sache, die wird viel in Bewegung bringen bei den großen Unternehmen. In Österreich haben wir da hergeschrieben, Österreich schweigt laut auf weiter Flur.
Also weil da einfach in den letzten Jahren wenig in Bewegung gekommen ist. Letzten Sommer allerdings ist eben dieses Energieeffizienzgesetz der EU auch bei uns ins nationale Gesetz umgewandelt worden. Und da tut sich viel, haben wir die Energieorganisationen gesagt. Also da kommt scheinbar viel in Bewegung. Das ist schön. Ihr habt da ein I zu viel, BNE-Projekte. Was tut unser Netzwerk auch? Ich habe mir das rausgesucht aus der Analyse, die der Herr Hartmeier gemacht hat über unsere Projekte in Niederösterreich in den letzten 10 Jahren, die ausgezeichnet wurden. Und 55% waren zum Thema Biodiversität, 11% nachhaltiger Konsum, 10% natürliche Ressourcen und 10% Wissen. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, diese Themen, die wir hier anbieten, weil es darum geht, nur wenn ich die Natur erfahre, als Kind schon, dann werde ich sie auch später schätzen. Ja? Und ich kann in der Natur, das wird nachher noch kommen, das Thema Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis lernen. Wo sind meine Grenzen, was kann ich gut und wie kann ich mit anderen kooperieren, um ein Ziel zu erreichen? Also das sind ganz wesentliche Fähigkeiten, die wir in Zukunft noch viel stärker brauchen werden. Auch das Thema Verantwortung übernehmen oder ein Bewusstsein schaffen. Die Margit hat mich gefragt, was hat denn unser Netzwerk links liegen gelassen? Und ich glaube, man sieht sehr gut auch an dieser Liste natürlich den ganzen Bereich der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Also es hat durch den Wandel des Wirtschaftssystems hat das Auswirkungen auf unser Pensionssystem, hat ein Wachstum wird es nicht mehr geben. Auch die ganze Digitalisierung, also die Auswirkungen werden ganz enorm sein, auch auf den Bildungsbereich. Das wird ein Thema sein, mit dem wir uns vielleicht mehr beschäftigen sollten. Ja, welche Herausforderungen haben Unternehmen, vor welchen Herausforderungen stehen wir Unternehmen? Und ich glaube, also die Frage war ja, die Ausgangsfrage war, wie tickt die Wirtschaft? Wir haben in Österreich 400.000 Unternehmen, davon sind 1.000 mit mehr als 250 Mitarbeitern. Also 390.000 haben weniger als 250 Mitarbeiter und es gibt 350.000 mit 0 bis 10 Mitarbeiter, also 350.000, die sind zum Teil oder viele davon sind ein Mann, ein Frau, also EPUs, ein Mann, ein Frau Unternehmen, also in ähnlicher Situation wie wir alle. Also man kann jetzt irgendwie nicht von die Wirtschaft sprechen, sondern man muss da sehr stark differenzieren. Österreich ist eindeutig ein KMU-Land und gerade diesen KMUs geht es genauso wie uns selber. Jeder Organisation, die hier drinnen sitzt, sie muss schauen, was kann sie tun und wo kann sie anknüpfen. Und auch, glaube ich, da sind wir als kleine Organisationen auch gute Kooperationspartner für diese Unternehmen. Was sind die Herausforderungen? Die Rahmenbedingungen sind unklar, kaum vorhanden, uneinheitlich, ist immer ein großes Thema, ist auch für uns ein Thema oder für euch, also für jene zum Beispiel die Förderungen erhalten, gibt es die nächstes Jahr oder nimmer. Ja, dann das Thema Ressourcenengpässe, Ressourcen in bestimmten Bereichen werden teurer, das heißt Unternehmen müssen sich damit überlegen, wie können sie Ressourcen sicher bekommen oder wie können sie sie substituieren. Dann das Thema Digitalisierung wird extremen Wandel bewirken. Wenn ihr zum Beispiel denkt an Amazon, also Amazon hat, es ist sehr bequem, ein Buch zu bestellen, nicht? Aber es natürlich hat es zu einem massiven Sterben der Buchhändler geführt und es wird noch weitergehen. Und das betrifft noch ganz viele andere Branchen genauso, auch die Bildung. Ja? Und da braucht es auch neue Geschäftsmodelle, da braucht es neue gesellschaftliche Modelle. Wenn so ein großes Unternehmen in Österreich keine Steuern zahlt, gehen die uns verloren natürlich. Und großes Thema natürlich der Absatzrückgang. Das sind gesättigte Märkte, habe ich schon gesagt. Das Thema Armut senkt die Nachfrage. Rewe hat zum Beispiel erstes Mal im letzten Jahr festgestellt, dass in der letzten Woche des Monats weniger Lebensmittel gekauft werden. Also das ist das erste Mal, seit es LEH Aufzeichnungen gibt, dass das passiert ist. Und die sagen, das ist eindeutig darauf zurückzuführen, dass sich Menschen Lebensmittel nicht mehr leisten können in der letzten Monatswoche. Und die Globalisierung, die auf den Handel drückt. Also ich habe gestern gesprochen mit einem Vertreter von einer Textilindustrie in Österreich. Die konkurrieren, die produzieren in Österreich, die konkurrieren mit Bangladesch. Bangladesch zahlt man 0,04 Cent
ich weiß jetzt nicht genau, welche Einheit, und in Österreich 40 Cent. Und da zu konkurrieren und zu überleben, ist eine Herausforderung. Also die KMUs in Österreich haben es nicht leicht und sie suchen daher. Was suchen sie? Sie suchen neue Märkte und interessierte Zielgruppen, zum Beispiel Senioren. Also FHs bieten schon Angebote an, Bildungsangebote an den für Senioren, oder Banken bewerben Migrantinnen. Migrantinnen zum Beispiel ist ein spannendes Thema, die sind im Umweltbereich aus meiner Sicht noch ganz woanders verortet als wir hier. Also vom Sendungsbewusstsein, glaube ich, sollte man da was tun. Ob der Markt dafür reif ist, weiß ich nicht, aber wäre ein Thema. Das Thema Positionierung, Marke, Image ist ein Riesenthema. CSR wird von Unternehmen sehr, sehr stark dafür auch verwendet, um Glaubwürdigkeit aufzubauen, und ist auch gut geeignet, wenn es tatsächlich gut gemacht wird, weil ja da das Unternehmen mit allen Stakeholdern in den Dialog treten muss. Resilienz, ja, schauen, dass ich halt auf verschiedenen Standbeinen verortet bin. Kooperationen werden eingegangen, das wird auch ein Riesenthema werden. Die Weiterbildung ist ein Thema, die Bildung wird sich da stark verändern. Es war gerade in den Medien gestern, vielleicht habt ihr das gehört, das Thema von iPad-Schulen, also dass das Ganze online passieren wird. Da werden auch wir alle mitmachen müssen oder mitdenken müssen, wie können wir diesen Trend nutzen für uns. Und das Thema Finanzierung ist auch für KMUs mittlerweile durch Basel III eine ganz schwierige Herausforderung. Es bilden sich Crowdfunding-Netzwerke. Sowas gibt es auch, das habe ich hier aufgeschrieben für NPOs. Das Netzwerk respect.net, also da kann man ein Projekt auch reinstellen und schauen, ob Leute dann dafür etwas spenden. Also die schaffen sehr viele Projekte durchzufinanzieren. Also könnte auch eine interessante Möglichkeit für euch sein. Also auch diese Fragen sind nicht nur für KMUs relevant, sondern auch für uns alle, für unsere Organisationen. So, das überspringe ich jetzt. Ich lasse das drinnen, dann in der Präsentation. Man kann sozusagen euer Geschäftsmodell auch selber durchdenken, wie ist das bei euch aufgebaut. Da geht es auch um Nutzenversprechen, also was Sie gesagt haben oder wie positioniere ich mich. Ja, und jetzt zum Abschluss noch ganz kurz drei innovative Projekte. Wie schaut es mit der Zeit aus? Bis wann habe ich? Passt? Okay, 5, vielleicht 7. Gut, also ein wesentlicher Punkt ist, über die Grenzen denken, neue Ideen eingehen, Kooperationen eingehen. Ich nehme das erste Beispiel ein bisschen ausführlicher. Das ist der Tobias Judmeier, den Sie hier ganz links sehen. Er ist hinten in der Zeitung, in der Business Art auch genauer beschrieben. Ein Waste Cooker, also dem ist das auf die Nerven gegangen, dass wir so viele Lebensmittel wegwerfen. Und er wollte aber sozusagen aus dieser doch ein bisschen illegalen Grauzone raus und hat sich mit der EOM, mit der Machfeldgesellschaft zusammengetan. Die Machfeldgesellschaft erzeugt im großen Stil Gemüse. Und es wird natürlich, viele Karotten werden geerntet, die sind nicht so schön gewachsen, dass sie dann maschinell durchpassen und gereinigt werden können, sondern haben zwei Füße und was auch immer. Und dieses Gemüse bekommt er geschenkt. Das lässt er von Frauen aus dem Caritasheim, Mutter-Kind-Haus, bearbeiten, also schälen, das muss man alles händisch machen, die haben einen Arbeitsplatz, also die werden natürlich bezahlt, und sie machen dann daraus diese verschiedenen Eintöpfe, Suppen etc., die sie an Unternehmen liefern in Wien mit dem Fahrradboten. Also ein ganz neues Geschäftsmodell, das sehr, sehr gut funktioniert und die einfach das gemacht haben. Anderes Beispiel, Kooperation, Humusaufbau, die Druckerei Janicek kooperiert mit einem Biobauer im Waldviertel, um den Humus aufzubauen und damit gleichzeitig CO2 zu speichern. Also auch eine gute Geschichte. Oder in der Landwirtschaft kommt immer mehr das Thema CSA, Community Supported Agriculture. Also Konsumentinnen und Bauern tun sich zusammen in unterschiedlichsten Modellen und bauen gemeinsam an oder sie zahlen mit oder wie auch immer, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, weil Landwirte zum Teil nicht mehr in die LEHs liefern wollen und andererseits das auf das Bedürfnis der Konsumentinnen und Konsumenten trifft, autark zu sein. Großes Thema ist auch Innovationen. Hier ist das Foto, ist vom Leihladen Wien. Das sind Leute von der Jugendgruppe von Sol,
unterschiedliche Arten von Studentinnen, von der BOKU, JUS und so weiter und so weiter. Die haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir wollen Ressourcen effizienter verbrauchen und nicht so viel, also fair brauchen wir eigentlich, und haben einen Laden gegründet, wo man sich Produkte ausborgen kann. Gegen eine geringe Mitgliedsgebühr, also wenn ich jetzt eine Kreissäge brauche, ich nicht jeden Tag, und die steht außerdem dann ungenutzt im Keller und verrottet, und das kann man sich dort ausborgen. Also gibt es seit heuer zum Beispiel. Jack Robin ist eine Mitfahrgelegenheit für Pakete, lasse ich drauf, könnt ihr dann verlinken. Interessant ist aus meiner Sicht auch die Kooperation vom WWF mit der Allianzversicherung, weil das ein ganz anderer Bereich ist. Also WWF ist vielleicht für euch, für mich ist der WWF eine Umweltschutzorganisation. Und da sind sie in einen ganz anderen Markt hineingegangen. Sie haben sich ein Finanzknow-how aufgebaut und sind herangegangen, nämlich aus der Logik heraus, Geld regiert die Welt. Was tun wir, dass dieses Geld, das da ist, besser investiert wird? Und sie haben ein Bewertungsmodell gemacht von Investitionen, wie ob das jetzt rot, grün oder gelb ist. Ja? Also sozusagen grün ist gut, jetzt im Sinn der Nachhaltigkeit, gelb ist an der Grenze und rot gehört weg, zum Beispiel Kohleabbau oder Kohlekraftwerke. Und sie arbeiten zusammen mit der Allianz Österreich. Die Allianz Österreich hat ihr ganzes Budget, 7 Milliarden Euro, unter dieses Modell gestellt. Und sie haben zum Beispiel zu Beginn jetzt dieser Kooperation, das war jetzt im Herbst 2014, sind sie sofort mal ausgestiegen aus allen Kohleabbau-Investments. Und sie wollen den Anteil der erneuerbaren Energien bis 2020 verdoppeln. Also das ist sozusagen das Ziel, das sie jetzt tun. Da bewirkt sich viel, das bewirkt viel. Und das Interessanteste für mich war, sie haben auch ihr Portfolio in der Rückschau bewertet und sind draufgekommen, wenn sie dieses Modell schon angewendet hätten, seit Jahren, wären sie finanziell besser ausgestiegen. Ja, noch eine lustige Geschichte. Öko-Gocci, erinnert euch ans Tamagotchi? Ich weiß nicht, meine Tochter hatte sowas. Das war so ein komisches Gerät, da musste man immer füttern und streicheln und so weiter. Das ist jetzt sowas Ähnliches, gibt es am Handy, neu entwickelt. Je nachdem, was man tut, geht, wenn ich zu Fuß gehe und nicht mit dem Auto fahre und ich gebe das ein, dann freut sich das Tamagotchi und wird größer und lacht mich an. Also es ist einfach eine lustige Geschichte, die einfach gespielt wird und auch zur Umweltbildung beiträgt, ja? Vor allem zur Verhaltensänderung. Die Achenoa habe ich hier noch aufgelistet, haben wir jetzt keine Zeit mehr, das anzuschauen, aber schaut euch das mal an, wie professionell die das aufgebaut haben, ihr Business-Konzept, also die seltenen Sorten einfach weiterzuentwickeln, obwohl die Verein sind die professioneller aufgestellt als viele Unternehmen. Ja, letzte Folie. Welche Bildung brauchen wir? Und ich sehe aus meiner Sicht 4 Bereiche. Das eine ist die Eigenkompetenz, haben wir eh schon immer braucht, wissen wir eh. Es geht um Selbstkenntnis, Selbststeuerung, um Disziplin. Es geht vor allem auch darum, die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen und sie entsprechend auch einzusetzen. Ja. Ich habe gerade ein Buch gelesen von 2 MIT-Forschern, wo es um das Thema Digitalisierung geht. Und die sagen im Vergleich, welche Kompetenzen werden wir in Zukunft brauchen, haben sie 3 Bereiche genannt. Das eine ist, ich erkenne Muster, also was entwickelt sich, ja. Zum Beispiel ein Muster habe ich Ihnen heute gezeigt, die Umweltsituation mit den Lösungen von den NGOs, von der Politik und von der Wirtschaft, und jetzt schauen wir uns sozusagen die nachhaltige Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, und genauso in diesen 3 Bereichen an, also das sind Muster. Kreative Ideenfindung, also schauen, was kann ich machen, also WWF Allianz wäre so eine Geschichte in diese Richtung, und das Thema komplexe Kommunikation, also das heißt, also Amerikaner so verstehen, also ich verstehe, und wie die das beschreiben, ganz normale Kommunikation. Sprich, dass ich das, was wir hier tun, ist komplexe Kommunikation. Ja, das Thema soziale Kompetenz natürlich, Empathie, Beziehungen aufbauen, Konflikte bewältigen können. Natürlich brauche ich auch eine Fachkompetenz, in der ich verortet bin. Und das Neue, glaube ich, das notwendig ist, ist, dass jedes Kind auch eine unternehmerische Kompetenz aufbaut. Ja, da geht es um einen Gestaltungswillen, da geht es um eine Vorstellungskraft, da geht es um Mut.
Und das müssen wir auch unterstützen, dass die Kinder auch mutig und dumm und blöde Ideen bringen können, dass sie das auch entwickeln. Natürlich braucht es auch ein Wissen um die wirtschaftlichen Basics. Also es macht dann Sinn zu wissen, wie schaut ein Businessplan aus, wie kann ich ein Pitching gewinnen, also einfach nur zu wissen, was gibt es da. Oder auf die, was Sie gesagt haben, Herr Kapfer, auf die Wirkung schauen. Also zum Beispiel ganz, ganz diese banalen Basisfragen sich zu stellen. Und was da ganz entscheidend auch ist, ist Netzwerke zu nutzen, wie wir es hier sind. Ich glaube, wenn wir miteinander tun, könnten wir noch viel mehr auch einander nützen, als das, was wir bis jetzt tun. Vielen Dank. Vielen Dank für den Vortrag. Sie haben uns viele spannende Fragen auch mitgegeben. Die Frage, wie gehen wir damit um, dass es mehr Armut in unserer Gesellschaft geben wird. Sie haben uns aber auch schöne Beispiele gezeigt, wo Leute einfach was Neues ausprobiert haben, wo sie unkonventionelle Kooperationen eingegangen sind.